Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen, entspannenden Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind im letzten Part auf diesen gigantomanischen Turm gestiegen, haben dem Herrn da bei seinem Musikstück zugehört. Und ja, wir geben uns jetzt zum nächsten Schrein. Er hat uns bereits die Legende einmal kurz verraten. Ich werde sie nochmal ganz kurz für alle abspielen, damit sie einfach nochmal im Bilde sind. So. Und generell scheint sich das für mich zu übersetzen, als könnte ich den Pfeil in die Quelle dann schießen. Also sprich, zu dem Schrein schießen. Allerdings muss noch ein klein bisschen Zeit verstreichen, bevor der Schatten des Turms sich direkt auf die, ja, direkt auf den Schrein scheint. Dauert aber nicht mehr allzu lange. So, wir müssen nur ein paar Momente noch warten. So wie ich das beobachtet habe, ist das immer genau um 1 Uhr morgens. Da bewegt sich auch schon der Schatten. Da bewegen wir uns nicht allzu weit davon entfernt. Am besten so gut wie gar nicht davon entfernt. Wir können uns noch mal ein bisschen die Gegend anschauen währenddessen. Wir haben sowieso noch ein bisschen Zeit, bevor es losgeht. Allerdings habe ich schon gemerkt, dass der Schatten des Turms tatsächlich, sobald der da drauf tritt, dass die Plattform aufleuchtet. Vielleicht reicht das dann auch schon. Und wir sind in der Nähe. Oder ich weiß es nicht. Wir sehen es. Auf jeden Fall wird er demnächst mal scheinen. Und ja, da haben wir die Gerudo-Stadt schon einmal ausgemacht. Mit einer Art Ruine oder irgendwas, eine Art Vorstadt. Vielleicht auch eine heilige Stätte, man weiß es nicht. Und da hinten irgendwo wütet der Titan in dieser Staubwolke. Wir werden definitiv Hilfe brauchen, um zum Titan zu kommen. Weil die Schwierigkeit ist es nicht, ihn zu finden. Die Schwierigkeit ist es, an Bord des Titan zu gelangen, um den Piloten zu stoppen. So, jetzt müsste es eigentlich demnächst soweit sein. So, außerdem kommt jetzt wahrscheinlich eine pilotrote Nacht. Von wo aus auch immer sie kommt. Aber man hört es schon, man ahnt es schon. Und ja, sie kommt. So, ich werde die Cutscene an der Stelle mal ganz kurz überspringen. Wir wissen ja, um was es dabei geht. Der Dialog ist auch jedes Mal der gleiche. Nämlich werden jetzt all sämtliche Viecher, die wir im Laufe unserer Zeit besiegt haben, werden jetzt wiederbelebt. Und werden erneut Ärger machen. So, jetzt müsste eigentlich der Turm demnächst kommen. Da bewegt sich der Schatten des Turms. Und wir können uns das vorstellen wie eine Art Uhr, sobald der Zeiger auf dieses Objekt stößt, müssten wir den Pfeil anscheinend zur Lichtquelle hinschieben. Also entweder zum Mond oder zum Schrein. Das wissen wir aktuell noch nicht. So. Allerdings ist der Schatten so gut wie da. Vielleicht wird er bei uns erscheinen, jawohl. So, anscheinend haben wir es hingekriegt. Und anscheinend war das Podest nur eine Art Auslöser, eine Art Schalter, mit dem man den Schrein zum Leben erwecken kann, oder ja, erwecken kann. Sehr schön. So, wir dann nochmal später mit dem lieben Orni da oben reden, mich einmal bedanken bei ihm für die freundliche Hilfe. Vielleicht kann er uns auch noch ein bisschen mehr verraten. Anscheinend birgt ja die Gegend hier eine Menge Mysterien.
Eigentlich sämtliche Schreine, die wir so bisher gefunden haben, waren allesamt in irgendeiner Weise versteckt. Und müssten dann erst durch ein kniffliges Rätsel, ja, gefunden werden. Wie es aussieht, ist es eine Kampfprüfung. Bei Sasakai. So eine ähnliche Prüfung hatten wir schon mal in Kakariko, wenn ihr euch erinnert. Kriegen wir auch hier Waffen? Oder werden wir zu diesem Zweck ohne Waffen ausgestattet? Das könnte unter Umständen tatsächlich passieren. Okay, gut, das war ein kleiner. Mit mehreren Waffen allerdings. Wow, wow, wow. Oh, was hat er vor? Ah, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Uiuiui, da macht er ganz schön viel Schaden. Ich habe gerade erst gedacht, der macht genauso ein wenig Schaden, wie er das auch bei der letzten Prüfung gemacht hat. Aber nein, der gute Mann macht Schaden. Oh, fertig. Müssen wir ihn wieder in so ein Ding rennen. Sehr schön. Jetzt werde ich aber auch das Feuerschwert, glaube ich, opfern. Weil es jetzt inzwischen fast nur noch Platz nimmt. Oh. Oh. Da war ja was. Jetzt müssen wir allerdings wieder heilen. Pilze essen. Ich finde das Feuerschwert und allgemein die Elementarwaffen absolut genial. Ich glaube, der macht das gleiche nochmal. Oder er vorbereitet einen starken Schuss. Fuck, 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 fuck. Da waren ja mehrere Schüsse da. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Puh, das war irgendwie schon knapp. Wächterschwert plus. Das haben wir, das mit dem okay, aber die ist nicht so wertvoll für mich. Da finde ich das Wächterschwert schon um einiges interessanter. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das war jetzt natürlich sehr aufregend. Ich habe echt gedacht, wir beißen zwischendurch ins Gras. Ich hatte nicht erwartet, dass das so stark ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht direkt eine Rüstung an hatte. Ja, könnte ein Teilgrund sein. Das ein Eisschwert, Alter. Jetzt haben wir bald alle Elemente zusammen. Es sieht auch wieder aus wie das Feuerschwert. Ah, jetzt müssen wir nur überlegen, was wir. Ach, die Mob-Lanze. Ach Gottes Willen, die ist ja total überholt. Das Schwert sieht auch Hammer aus. Alter, zieht euch rein, wie toll das aussieht. Es ist der Hammer. Ich liebe solche Schwerter. So. Aber wir ziehen erstmal das Ritterschwert an.
weil wir bereits gut ausgestattet sind erstmal für den Moment. Und das Ritterschwert eines der schwächsten Sachen ist, die wir zurzeit haben. Und den Bumerang möchte ich gerne für irgendwelche Flugviecher, also sprich für irgendwelche Fledermäuse und sowas, missbrauchen und nicht für zum Nahkampf. Und wir haben wieder 4 Zeichen der Bewährung. Sehr, sehr schön. Jetzt würde ich mich zurück auf den Weg machen zu dem Turm, um mich ganz kurz bei dem lieben Orni zu bedanken für die Überlieferung von seinem, ja, von dem Lied seines Meisters. Und dann werden wir uns langsam aber sicher in Richtung Gerudo-Stadt begeben, uns dort informieren und hoffentlich Hilfe finden, was unsere, ja, Mission betrifft. Ich sehe aber so einen lieben Orni-Freund nirgendwo. Wir könnten uns ja mal ganz kurz hin teleportieren zu dem Turm. Mal sehen, ob der überhaupt noch da ist. Ich habe nämlich so eine Ahnung, was es mit dem Orni auf sich hat. Dass der ganz gezielt auf uns gewartet hat. Und das jetzt sozusagen ein Test war, zu prüfen, ob wir auch tatsächlich der Held sind aus der früheren Zeit. Aber er ist weg. Er ist einfach weg. Komplett verschwunden. Oh, jetzt wird auch nie wieder die schöne Musik spielen. Muss schon sagen, jetzt tut mir das ein bisschen leid, dass ich das abgeschlossen habe. Ah, da. Eine Torbogen, da interessiert mich. Ja, dann machen wir uns tatsächlich jetzt auf den Weg zu Gerudo-Stadt. Entweder werden wir eindringen müssen, aber ich denke, die werden gut Wache schieben, von dem her wird es schwierig sein, da überhaupt einzudringen. Könnte sein, dass es so läuft wie bei Ocarina of Time, dass wir uns da reinschleichen müssen, auf die ein oder andere Weise. Gehen wir mal zu einem Aussichtsturm. Bewegen uns dann in der Ruine. Vorwärts. Ah, ich hätte jetzt erwartet, Eiskiller im Norden. Okay. Ist das eine Art Spitzname für die Gegend? Weil es wirklich eisig ist, ist es ja hier nicht. Auch wieder so eine interessante Ruine. Als wäre hier auch mal irgendeine Stadt gewesen, irgendeine frühere Zivilisation oder irgendwas. Deutet so ein bisschen darauf hin. Vor allen Dingen, die Steine sind nicht einfach nur so irgendwie einfach hingeklatscht, sondern die sind tatsächlich verziert mit Ornamenten. Und da sind ja auch überall meine guten alten Freunde, die bösen ein bisschen Viecher. Hat mich kurz erschreckt, der Kleine. Allerdings hat mich jetzt das nächste Viech erschreckt. Ah. Puh, sind ja zum Glück nur die Vögel gewesen. Ich habe mich schon ein bisschen erschreckt. Erschrocken. Ja, deutsche Sprache. Ich weiß. Böse, böse deutsche Sprache. So, jetzt piepst natürlich wie verrückt. Autsch. Wow, der hat uns einfach getreten. Der hat uns einfach weggehauen. Nein, verfolgt mich nicht. Ah, hier. Der Radius von der Explosion kann ich langsam recht relativ gut einschätzen. Da ist noch irgendwas. Auch nochmal so ein Bernstein, würde ich sagen. Jetzt muss man allerdings aufpassen, es sind überall extra Fluss unterwegs. Patrouillieren hier in den Ruinen, anscheinend als eine Art Lager. Wer es hier genutzt.
Und da wären wir, glaube ich, Gerudo-Stadt. Sehr verwunderlich, dass es hier ein Wasserfall gibt. Eine Quelle. Oh, da ist auch tatsächlich eine Reisende. Die könnten wir ja mal ganz kurz anquatschen. Wächter gibt es leider auch. Es ist wie Sand am Meer. Guten Tag. Oh. Ich würde sagen, wir machen einfach mal geschmeidig diesen Schrein. Ah, da scheint da eine Händler zu sein, der vermisst wird. Bist du am Glotzen? Und zwar? Aber dann? Aha. Oh, und das ist sogar ein Hauptziel? Okay, also soll man tatsächlich da, glaube ich, reinschleichen. Aber erstmal besuchen wir mal den Schrein. Und machen uns dann darüber Gedanken, wie man da dich reinschleicht. Eigentlich kannst du ja überall da klettern, wenn ich das nicht falsch sehe. So, und Gerudo-Stadt haben wir damit auch direkt gefunden. In dem Schrein. Ach, der Schrein. Ach, die Stadt ist tatsächlich in dem Schrein drin. Na, sowas. So, neue Prüfung, neues Glück. Hat wieder mit Energien zu tun, wie es aussieht. Fünfmal Eisen, okay. Das sind wieder mehrere Knotenpunkte, wie es aussieht. Diese müssen mit Strom versorgt werden. Okay. Okay. Ich mag ja generell solche komplizierten Konstrukte, aber ich glaube, wir schießen jetzt in dem Moment den Vogel ab ein bisschen. Okay, okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen rumprobieren. Mehr Eisen her. Da ist ein Fass. Das könnte als Knotenpunkt benutzt werden. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Müssen wir erst einmal den hier schnappen und hier rüber bewegen, würde ich sagen. Dann sollte eigentlich ein Weg frei werden oder irgendwas. Hätte ich jetzt gedacht. So wie es aussieht. Ah, ich bin immer wieder fies. Dass man hier elektroschockt wird, wenn man zu nah an dem selbst hingeplatzierten Dingern ist. So, stell mir das nämlich so vor. Thank you.
immer die... Das Fass. Ah, ich hätte eine Idee. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich kann nämlich, glaube ich, auch Waffen und Rüstungen und sowas abschmeißen. Wenn ich das geschickt mache. Und das als Verbindungen nutze. Vielleicht klappt das. Allerdings, wo die positioniert werden. Ah, die kann ich. Das kann ich doch beeinflussen. Funktioniert das, glaube ich. Dann muss ich, glaube ich, ein Schwert oder irgendwas längliches halt abwerfen. Gerade den Retterbogen. Weil meine Erwartung ist, dass ich jetzt das, wenn ich das hier versorgen würde, mit Strom, dass mein Schild und mein Bogen ausreichen, um das weiterzuleiten. Alter, ich bin fucking genius. Alter, das ist ja cool, dass man sich über sowas Gedanken gemacht hat. Alter, ist das geil. Okay, okay. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten. So, jetzt geht es nämlich um solche Themen. Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, wie das zu machen ist. Ich schnappe mir mal die beiden Blöcke hier. So. Und damit haben wir schon mal die eine geöffnet. Die andere muss allerdings auch noch geöffnet werden. Aber das ist schon mal schön, dass wir das machen konnten. Ein Elektroschwert. Alter, ich möchte Meister der Elementarklicken sein. Los. Was kann ich dafür abwerfen? Ah, nicht das Eisschwert. Ne. Ah. Nö. Ich brauch mehr Slots. Ich werfe erstmal das Ritterschwert ab. Dann kann ich ja mit dem Ritterschwert ja noch was Feines machen. Aber erstmal schauen wir uns die Truhe. Wenn das funktioniert. Okay. Alter, das funktioniert auch noch. Und das funktioniert auch noch. Ich bin begeistert. Das ist echt clever gedacht. Also ich bin ja nicht so einer, der wegen jedem Scheiß beeindruckt ist. Wisst ihr ja. Aber sowas finde ich schon verdammt clever. So. Das heißt, ich stelle mal den einen dort ab. Allerdings braucht er noch Strom. Das heißt. Und der andere kommt auf die andere Seite. Sprich, die Fässer werden wohl als Verbindungs... Ah, das passt schon so. Ach, da gibt es ja noch eine Leitung hier. Ah, alles klar. Sehr gut. Ja, das war doch interessant. Und dass die an sowas gedacht haben, dass man metallene Gegenstände als Leiter benutzen kann für die Geschichten. Hammer. Das ist einfach gutes Game Design. Hammer.
Ich bin echt begeistert. Macht auch absolut Sinn, dass man halt einen Stahlbogen dahin benutzt, um weiter Strom zu leiten. Das macht einfach so unglaublich Sinn. Es ist sehr toll gemacht, muss man schon sagen. Ist sehr toll gemacht. Das heißt aber auch, für zukünftige solche Geschichten können wir eigentlich auch gleich unsere Waffen und sowas benutzen als Leiter. Bevor wir da lange irgendwelche Dinger verschieben. Natürlich nur, wenn wir Sachen dabei haben, die metallisch sind. So, damit haben wir den Schrein zumindest mal geschafft. Jetzt kommt das nächste Problem. Wie kommen wir in die Stadt der Gerudos? Auch nicht gerade leicht. Oh, was ist denn das? Savak. Hallo, Savak. Ja, zu Fuß. Aha, das, so heißen die Teile also. Das sind Sandrobben. Was sind denn Sandrobben? Mhm. Okay, also man fängt die im Prinzip wie auch Pferde. Okay, also braucht man auch ein Schild gleichzeitig. Dieser Schild verbraucht sich allerdings dann auch. Okay. Ja, ich bin Wui. Was ist das eigentlich für eine Hütte? Was ist das für eigentlich für einer? Hey, was meinst du so? Sandstiefel? Ja, ich will Sandstiefel. Okay. Sandstiefel? Kann ich die haben? Ich will Sandstiefel. Okay. Savak. Savak. Ja, das ist natürlich jetzt eines der Fragen. Wie kommen wir in die Stadt rein, ohne dass wir entlang der Wände klettern? Anscheinend gar nicht. Was? Wo hat die mich entdeckt? Wie soll das... Wo waren die? Wo ist die zu sehen gewesen? Na gut. Gut, eines meiner wenigen Anlaufstellen, die ich noch nutzen könnte, wäre da diese eine Hütte. Und dafür nehme ich eine Sandrobbe. Was glaubt sonst echt gefährlich werden könnte. Hey!
spannend, so zu reisen auf jeden Fall. Warum gibt es da hinten noch eine Hütte, wo es hier so gefährlich ist? Ah, sind wir hier? Ein Haus? Oh, und da lebt tatsächlich jemand. Oh. Hallo, Sutra. Ha. Ein Gerudebogen. Na, lass mal drin. Wird schon irgendwie interessant. Okay, ja, hier draußen ist also ein Speertrupp, die den Titan ein wenig beobachten müssen. Oh, genau ist er. Wow, ganz in der Nähe. Fast schon berührbar. Wow, 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 wow. Was ist das jetzt? Ach du Kacke. Der schießt mit Blitzen um sich. Ist das ein geiles Teil? Die meisten Leute würden in Panik geraten oder sowas, aber ich denke mir, oh, Alter, ist das geil! Die Frage ist nur, soll man auf das Ding draufkommen? Oh oh. 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 Oh. Reichlich gefährlich hier. Keine Sandrobbe mehr. Also jetzt zu Fuß zurück. Ach nö. Alter, wie soll man nur in die Nähe von diesem Titanen kommen? Und dass er einen grillt durch diesen Blitz. Ich finde wenigstens fair gemacht von denen, dass die sich gedacht haben, ja, bevor wir den jetzt instant grillen, den Spieler, lassen wir ihnen wenigstens mal die Chance, dass er mal sehen kann, okay, da gibt es einen Verteidigungsmechanismus, den musst du durchdringen, aber wie du das machst? Das musst du selber rausfinden. Oh, Eis ist effektiv bei denen. Alter. Kia, kia, kia. Das Eisschwert. Oh, das leuchtet auch so. Voll geil. So, Tagebuch. Ah, irgendeiner aus dem Wüstenbasar hat es geschafft, dorthin zu kommen. Wir müssen uns umhören und erfahren, wo sich der gute Mann befindet. Aber gut zu wissen, dass Eis hier effektiv gegen die Donnerviecher ist. Das bedeutet für mich, dass da das Eisschwert erstmal tabu ist, weil ich brauche das jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit öfter. Vor allen Dingen, wo sollen hier da die Wachen sein? Ja, überall rumgeschlichen. Ich kann mir zwei Möglichkeiten vorstellen, wie man in die Stadt kommt. Entweder man sagt, man ist eine Frau, also man verkleidet sich,
Oder Möglichkeit Nummer zwei, man schleicht tatsächlich irgendwie hinein. Was ich glaube, was eher unwahrscheinlich ist. So, er hat zu mir gemeint. Okay. Schaffen wir das jetzt noch oder muss ich mir gleich einen von diesen Viechern schnappen? Ich glaube, ich schnappe mir lieber einen von den Viechern. Dann komme ich zumindest heute noch an. Süß. Ach komm, die wilden Tiere mögen mich hier nicht. Jetzt habe ich für ein bisschen Stress, glaube ich. Der Bruder schläft gerade. Irgendjemand soll von hier quasi immer ein- und auslaufen. In die Gerudo-Stadt und immer wieder zurück. Irgendein Mann, aber wer? Ich könnte mir vorstellen, dass es der Oni ist. Weil der hätte, glaube ich, damit kein Problem, einfach mal drüber zu fliegen und irgendwo mal zwischenzulanden bei denen. Scheint es auch nicht zu sein. Hi. Ah. Okay. Ich glaube auch nicht, dass der Gorone irgendwie gute Frau, haben Sie vielleicht Informationen? Eine hylianische Kauffrau. Und sie trägt Gerudo-Kleidung, deshalb. Okay, dann schauen wir uns mal doch diese schöne hylianische Frau an, die angeblich Gerudo-Kleidung trägt. Vielleicht reicht das ja schon, da reinzukommen. Einfach nur Gerudo-Kleidung tragen. Kaufmann? Wai. Und Woi sind die Männer und Wai sind die Frauen. Auf dem Dach. Wer ist denn diese mysteriöse Hylianerin? Allen Dingen ausgerechnet auf dem Dach. Da ist ja tatsächlich jemand. Hallo, wer bist denn du?
Mist, du ein Mann. Oh. Körper betrachten. Se 600 Rubine? Was zum Teufel? Vielleicht wenn ich ins Gesicht blicke, dann... Vielleicht günstiger? Nein. Aber woher soll ich dann das... Aber ich möchte... Aber... Oh. So, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir würden mal an der Stelle einen Cut machen. Ich werde mir offscreen mal Möglichkeiten zur Rubinebeschaffung anschauen. Und dann sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Werden die Gerudo-Kleidung von dem Mann, Schrägstrich Frau, was auch immer, ausleihen oder kaufen oder wie auch immer. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.